Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Montag, den 21. März. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Thema DAX, S&P 500 und Palladium. Tag 1 nach dem Verfalltermin, den großen, mit den Futures. Der Hexensabbat ist also vorbei und wir stellen uns die Frage, wie geht es weiter? Denn, dass der Hexensabbat insbesondere an der Wall Street höchst kurstreibende Wirkung hatte, mag man wohl kaum bezweifeln. Und jetzt ist dieses Zugpferd vom Tisch und man hält Ausschau nach weiteren bullischen Argumenten und hat beim deutschen Aktienmarkt da erstmal, naja, keine. Denn das Einzige, was so ein bisschen ins Auge stach, war halt der Devisenmarkt. Und da ist, hurra, der Euro gestiegen. Dummerweise ist das nur gut für die US-Exportunternehmen und im Gegenteil sehr unerfreulich für Europa. Und dass der DAX letzte Woche nun ein Plus aufs Parkett gelegt hat im Wochenvergleich, ist schön und gut. Immerhin 1,22%. Nach der Rallye der letzten Wochen kann man doch nicht zu viel erwarten, mag der Optimist sagen. Nur das Problem an der Sache ist, es war ein Doji. Auf gut Deutsch, eigentlich hat er gehandelt, überhaupt kein Plus gemacht. Bei 9.948 Punkten begann der Xetra-Handel am vergangenen Montag. Wir sehen hier, wo er geendet hat, am Freitag um 17.30 Uhr, 2,8 Punkte höher. Das ist jetzt nicht wirklich beeindruckend. Und das lag daran, dass wir gleich mit einer Kurslücke nach oben gestartet sind, danach aber nicht mehr allzu viel passierte, außer der Tatsache, dass man immerhin recht erfolgreich darin war, die Unterstützung bei 9.905 Punkten zu verteidigen. Klar, nach oben ist so ungefähr bis 10.850 Punkte Luft bis zur oberen Begrenzung dieses übergeordneten Abwärtstrendkanals. Auch bis zur 200-Tage-Linie knapp über 10.400 wäre noch Spielraum. Nur, es ist gar kein Argument da, dass der DAX das auch ausloten müsste. So funktioniert die Charttechnik nicht. Nur weil ein Kursziel da sein könnte, wird es nicht auch unbedingt erreicht. Es braucht auch Leute, die dann sagen, jawohl, da wollen wir mal ordentlich einsteigen. Und das ist halt nach einem Kursanstieg von 1350 Punkten in der Spitze seit dem 9. Februar, wenn ich mal richtig erinnere, ist das nicht so wahnsinnig leicht zu erreichen, wenn die Argumente seitens der Rahmenbedingungen nicht kommen. Und da sind die Konjunkturdaten in letzter Zeit ja so umwerfend nicht gewesen. Es gab mal ein paar ganz gute Zahlen auch aus den USA. Allerdings nach monatelang miserablen Zahlen darf das ja auch mal vorkommen. Was wir hier sehen, ist der Tageschart. Und wir sehen, ja, die 9.905 Zwischenhoch Ende Januar wurde zweimal, einmal knapp, einmal ordentlicher, auf Xetra-Basis verteidigt, nachdem der DAX am Donnerstag und am Freitag zeitweise darunter gerutscht war. Immer basierend auch auf dem ansteigenden Euro zum US-Dollar. Und jetzt müsste, wenn wir weiter nach oben laufen wollen, zügig diese Widerstandszone 10.123 zu 10.164 nach oben durchbrochen werden. Dann wäre wieder Luft in Richtung ungefähr 10.420 Punkte, wo sich die obere Begrenzung dieses Aufwärtstrendkanals von Februar mit der 200-Tage-Linie in Kürze zu einem Kreuzwiderstand bilden oder verbinden wird. Allerdings ist diese obere Begrenzung des Trendkanals so eine Sache. Eigentlich können wir hier sogar mit der Aufwärtstrendlinie ein bisschen wackelig agieren, weil wir haben hier gerade mal zwei Punkte. Das heißt, nicht einmal die Aufwärtstrendlinie als solche wurde wirklich bestätigt, weil zwei Punkte könnten sie immer verbinden. Das ist keine Kunst. Und die obere Begrenzung, ja, die ist halt nur durch einen Punkt definiert. Ob die Marktteilnehmer diesen hier deswegen auch gestrichelt eingezeichneten Kanal auch wirklich zur Kenntnis nehmen, ist die große Frage. Nichtsdestotrotz, die 200-Tage-Linie würde als Lockruf schon reichen. Aber wir müssen über diese rote Zone halt hinaus. Sollte das nicht gelingen, wird es eng, denn auf der Unterseite haben wir auch markante Unterstützung. Die 9581 Zwischenhoch hier von Mitte Februar, ob das jetzt wirklich eine wichtige Marke noch ist, ist die Frage. Wir sind ja da nach der EZB-Entscheidung drunter und gleich wieder drüber gerutscht. Wichtiger eher diese Februar-Aufwärtstrendlinie in Kombination mit der 20-Tage-Linie im Bereich 9.692 Punkte, sprich 9,7 ungefähr heute. Und diese Unterstützung entspricht ja im Endeffekt auch ungefähr dem Tief vom Donnerstag. Wenn wir da drunter rutschen, dann wäre wohl erstmal wieder Luft nach unten.
Also, es geht nach oben, es geht nach unten, nicht allzu weit, bevor Entscheidungen fallen. So betrachtet brauchen wir da nicht allzu lange damit oder nicht fürchten, dass wir allzu lange in einer neutralen Position festhängen würden, denn so lange wird sich der DAX da nicht festklammern können in dieser relativ schmalen Spanne. Unsere Ankerpunkte wären Schlusskurse über 10.180 für eine potenzielle Long-Position unter 9.650 auf der Short-Seite, jeweils aber bezogen nicht auf den Xetra-Schlusskurs, sondern auf den letzten Kurs per 22 Uhr, in der letzten Indikation also, weil das, was an der Wall Street passiert, natürlich auch ganz entscheidende Bedeutung für den deutschen Markt hat, im Moment ohnehin. Denn dort kann man von einer Abnahme der Aufwärtsdynamik nicht sprechen. Während wir auf Wochenbasis beim DAX einen Doji hatten, kann man das nun vom S&P 500 nicht behaupten. Der hatte zwar einen etwas müden Wochenstart, dann aber ging es richtig zur Sache. Mit der Entscheidung der US-Notenbank, mit ihrer Reduzierung der Fed Funds Projection Rate und der damit einhergehenden geringeren Wahrscheinlichkeit von Zinsanhebungen bzw. einer Wahrscheinlichkeit von weniger Zinsanhebungen wurde der Hebel umgelegt, der aber eigentlich schon bei diesem Doji als Reaktion auf die EZB-Entscheidung umgelegt wurde, als man sagte, ja Kinder, ist ja alles fürchterlich tragisch, was da die EZB gemacht hat, das sieht so nach allerletztem Schuss aus, schade, schade, aber es geht uns überhaupt nichts an. Und die Tatsache, dass eben der Euro da nach oben schoss, sprich der Dollar fiel, war für die Amerikaner ja sogar von Vorteil. Also Hebel umgelegt und seitdem geht's aufwärts, bis zum Verfall Termin am Freitag. Da wurde die 2050 erreicht und jetzt stellt sich die Frage, wer kauft denn ab heute? Denn das war schon eindeutig auf den Verfalltermin gemünzt und dementsprechend ist die große Frage, ob all diejenigen, die sich aufgrund der Aufwärtsdynamik Gewinnmitnahmen verkniffen haben, respektive nicht short gegangen sind, sich auch noch jetzt zurückhalten. Immerhin sind wir aus charttechnischer Sicht, was die Kursziele angeht, schon fast durch. Wir haben hier erstmal die über die Zwischenhochs von November und Dezember einzeichnbare Widerstandslinie bei 2064 Punkten. Wir haben aber auch bei 2084 Punkten, hier jetzt nicht noch extra eingepinnt, das rechnerische Kursziel dieses Doppeltiefs. 1810 Punkte im Tief, genommen zur Nackenlinie, das ist 1947 Punkte. Diese rechnerische Distanz wird nach oben abgetragen, da kommen wir bei 2084 raus und dann stellt sich halt die Frage, wer kauft so knapp unterhalb eines solchen Kursziels plus dieser Widerstandsmarke plus eines RSI, der jetzt unmittelbar an der überkauften Zone notiert, die ja sehr relativ selten auch tatsächlich auslotet. Wer kauft da noch? Das wird die heutige Sitzung vielleicht schon beantworten. Allerdings, es gibt immer wieder mal Nachwehen, oft sogar, die an einem Montag nach einem Verfalltermin die Kurse weiter in die vorherige Richtung treiben. Was daran liegt, dass manch einer, der Optionen auf Aktien verkauft hat, Call-Optionen verkauft hat, nun plötzlich entsetzt feststellt, dass Aktien, von denen er dachte, diese Calls laufen nie ins Geld zur Abrechnung, dass er da auf einmal Aktien liefern muss, weil in der Tat diese Call-Optionen doch ins Geld gelaufen sind, weil der Index so weit gestiegen ist, weil die Aktien so weit gestiegen sind und der jetzt ganz schnell, ganz hurtig, um liefern zu können, diese Aktie noch kaufen müsste. Das kann passieren, das kann bedeuten, dass es heute nochmal richtig raufgeht, aber dann wird es auf jeden Fall spannend. Was tun? Na, hier auf jeden Fall nach 240 Punkten Rallye noch einsteigen, schlechte Idee. Das Allzeithoch bei 2,135 ist nur noch 85 Punkte weg. Wir haben also drei Viertel der Strecke nach oben zurückgelegt, ohne dass sich die Rahmenbedingungen wirklich jetzt entscheidend verbessert hätten. Und da muss man jetzt nicht unbedingt noch einsteigen. Aber man kann natürlich bestehende Long-Positionen halten, nur würden wir den Stop-Loss so eng wie möglich nachziehen. Und das hieße von 2005 Punkten, wie wir zuletzt angesetzt hatten, auf 2015 Punkte und damit ganz knapp unter die 200-Tage-Linie und diese Unterstützung in Form des Zwischenhochs vom September zwischen Tief November bei 2,121. Letzter Blick, Palladium. Tja, das sieht ja jetzt mal bemerkenswert aus. Nichts, abwärts, wieder nichts, aber jetzt geht die Post ab. Wenn man sich überlegt, dass Gold schon zur Jahreswende Anfang Januar ordentlich zugelegt hat, während Palladium gleichzeitig nach unten lief, da wundert man sich dann schon, was los war mit den Edelmetallen. Eine Erklärung wäre, dass die großen Adressen, insbesondere die ja auch am Edelmetallmarkt unterwegs sind, sich gesagt haben, nee, also wir haben schon so viele Goldrallies gesehen, die dann in sich zusammengefallen sind.
da trauen wir der Sache nicht über den Weg, brauchen wir gar nicht mitmachen. Und bei den anderen, bei den Begleitmetallen wie Palladium, Silber oder Platin, ja sowieso nicht. Tja, nur hatte man sich da eben getäuscht. Und in dem Moment, als relativ deutlich wurde, dass das mit dieser kurzlebigen Goldrallye nichts wird und sich der Preis doch relativ hartnäckig auf deutlich höherem Niveau festsetzt, dachte man sich, gut, jetzt muss man wohl doch zwangsläufig bei den anderen Metallen dabei sein, davon mal abgesehen, dass die dann auf einem schön günstigen Niveau waren. Denn Palladium dümpelte bis Ende Februar auf dem Niveau dieser Januar-Tiefs oder knapp darüber seitwärts. Dann allerdings ging die Post ab, quasi spät gezündet. Die Widerstandsmarke hier im Bereich um 520, $522 wurde im Sturm überwunden. Etwas länger ging es hier bei dieser Zone 568, 572. Die wurde jetzt aber zuletzt auch geknackt, da auch am Donnerstag dann die 200-Tage-Linie. Nur da sind wir jetzt wieder zurückgefallen. $588 ist das Niveau des 200-Tage-Durchschnitts. Da sind wir dann knapp darunter aus dem Handel gegangen am Freitagabend. Und jetzt ist halt die Frage, packen wir diese Linie? Wenn ja, dann wäre erstmal kein nennenswerter Widerstand bis in den Bereich um die $725 in Sicht. Das muss jetzt nicht in einem Zug ausgelotet werden, aber es könnte zumindest. Auf jeden Fall wäre das dann eine Situation, in der man Long-Position selbstredend schön weiterhalten kann. Wir hatten eine letzte Analyse von Palladium gemacht am 29. Dezember. Da hatten wir gesagt, Long-Einstiegsniveau, potenziell Closings über $580. Wer hier also nun auf der Long-Seite dabei wäre, der möge seinen Stop-Loss aus unserer Sicht heraus enger fassen. Wir hatten damals $545 als Stop-Loss-Marke angesetzt. Jetzt wäre sinnvoll $560. Sollte Palladium weiter nach oben davonziehen, dann wäre aus dieser Konstellation heraus im Fall von Schlusskursen über $600 sogar ein kleiner Zukauf auf der Long-Seite möglich. Da könnte man dann auch den Stop-Loss in den Bereich um $580 nachziehen, wenn wir über 600 schließen. Sollten wir allerdings den Stop-Loss reißen und auch unter $560 schließen, dann wäre für zumindest spekulative Akteure durchaus der Versuch einer kleinen Short-Position denkbar. Soweit der Überblick. Das war der Freitag. Jetzt wollen wir gucken, was der heutige Start in die neue Woche mit ohne Verfallterminen-Effekt zu bieten hat. Wir schauen drauf, heute Mittag im ING Markets Chartflash spätestens 13 Uhr für Sie auf Leitung mit dem aktuellsten, was sich dann charttechnisch tut im Handel in Europa. Der nächste Morning Call, die nächste Morning Mail, wie gewohnt morgen früh, dann rechtzeitig vor Handelsbeginn um 9. Bis dahin, schönen Start in die Woche und machen Sie es gut.